Okay, sie kommt doch nicht aus. Sie haben ein extrem gutes Gehör, habe ich das Gefühl. Aber sie kommen nicht einfach so. Scheiße. Wo ist meine Axt? Okay, jetzt sind sie, glaube ich, getriggert. Jetzt habe ich ein Problem. Weil die alle hier waren, höchstwahrscheinlich. Ey, das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass die rein zufällig alle hier sind. Rein zufällig hat sich das ganze Kaufhaus wieder mal hier versammelt. Lauf! Ich komme halt nicht durch. Boah, jetzt ist ja auch noch gegen die Tür gelaufen. Ah, du dumme Kuh! Die Idee war gut, aber die Umsetzung war schlecht, glaube ich. Okay, der hat jetzt auch mal so geschrien wie... Ich find's halt echt komisch. Da, klar, die verteilen sich, aber... Die verteilen sich... ein bisschen merkwürdig. Und ich müsste eigentlich irgendwie eine Möglichkeit finden. Wie kommen die eigentlich immer da oben hin? Das würde mich mal interessieren. Also es geht gerade erst los und die sind schon alle oben. Fallen die durchs Dach rein? Klar, ich soll ja rausrennen von euch aus, aber das Problem ist, du kommst echt nur beschissen durch die Türen. Ich versuche es jetzt mal mit dem Lakenseil. Das heißt, oben ein Lakenseil einbringen und dann versuchen runterzuklettern. Vielleicht klappt das ja. Das Problem ist aber, dass die halt relativ schnell da überall rumstehen. Darf ich jetzt? Oh, eine Zuckerstange. Trink ist auch dabei, okay. Schnell zu den Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Und ja, ich hätte gerne einen Zeltbausatz für den Anfang. Weil man kann draußen halt nirgendwo schlafen, einfach so. Säge fehlt noch. Zwei Zeltheringe, zwei fehlen noch. Da war noch eine Axt. Holzkleber nehme ich mit. Okay, ich habe, was ich brauche. Eine Uhr wäre nicht schlecht noch, aber die sind schon drin. Okay, ich bin wenigstens mal nicht überladen.
So wird so ein Thema anmutig. Ich frage mich gerade, wie konnten die mich sehen, wenn ich doch kaum Geräusche mache und anmutig bin? Und unauffällig, aber trotzdem haben die mich gerade direkt gesehen. Beziehungsweise bemerkt. Ich glaube, die fallen wirklich von irgendwo von oben runter. Die sind echt alle schon hier oben. Los, kletter da runter, ihr Ärsche. Das hier müsste weg. Los, kommt her. Kommt einer hoch. Ich mach mal ein paar Lakenseile. Kleidung. Katze, ich kann das nicht gebrauchen, dass du von mir rumtänzelst. Ja, jetzt hab Angst, Katze. Sieh, was drin ist. So, wo haben wir jetzt die ganzen vier Lakenseile? Habe ich nicht mehr Kleidung dabei? Kann ich hier hoch? Das war ja eine super Idee. Ich habe gedacht, da kann man hoch. Scheiße, also ich habe echt gedacht, da kann man hochlaufen. Hat ja gut geklappt. Lakenseite darf ich nicht anbringen. Hier darf ich nicht hoch. Ja. Mann, das war jetzt echt fies. Ich dachte, da kann man einfach gehen. Ja, kann ich eigentlich gegen hoch machen? Gar nichts. Da kann ich auch nichts machen. Achso, ich habe natürlich gar nichts bei mir. Das ist gemein. Also, wenn du da einfach runterfällst. Maria White, warum nicht? Das sah jetzt aber eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber okay, ich weiß jetzt wenigstens, dass ich da kein Lakenseil anbringen darf. Warum auch immer, an allen Fenstern darf man es, aber da an der Seite, wo es aus meiner Sicht Sinn machen würde auch, darf ich es natürlich nicht. Problem ist, es gibt keine Fenster hier, wo ein Weg nach draußen ist. Das macht's wieder beschissen. Ich müsste mich irgendwo durchkämpfen. Ich muss mich wirklich durchkämpfen. Vielleicht schaffe ich sie doch noch mal irgendwann.
Ich meine, das ist lebensmitteltechnisch hier echt ein Paradies. Aber es sind halt einfach so viele Gegner. Und man hat einfach so wenig Zeit, bis es losgeht. Säge. Noch zwei Zelt, auch ein Jagdmesser ist wichtig. Eine Plane. Und jetzt habe ich alles, was ich brauche. Wenn ich schon sterbe, dann mit Kuchen im Magen. Das wäre eigentlich was für viele Spieler gleichzeitig. Einer lenkt ab, die anderen machen irgendwas anderes. Was mich auch so ein bisschen stört, es bringt halt auch nicht viel, dass ich hier einer vorsichtig mache, weil die kommen ja eh zu mir. Charlie Waffles. Ah, da sind sie auch schon. Ah. Was eigentlich? Könnte Müller mal sein, ich muss mal nachschauen. Ich habe leider keine Nägel diesmal, oder? Tatsache! Ist ein Mülleimer. Den finde ich äußerst toll. War das zwei? Spiel, warum ruckelst du so? Das gefällt mir nicht. Spiel. Was ist hier los? Ja, werden jetzt gerade so viele Gegner hier bewegt, dass das Spiel nicht hinterherkommt. Oh, komm schon. Ey, ich habe einen recht guten Rechner, also du wirst das wohl schaffen. Ey, das ist gerade echt nervig. Ich möchte anmerken, diese Karte ist vielleicht nicht unbedingt... Also das Spiel hat echt Probleme bei vier Zombies. Warte mal kurz. Spiel! Ich kann doch nicht Escape drücken. Ah, jetzt lass mich doch mal raus aus dem Spiel. Ich kann gerade gar nichts möglich machen. Ich will gucken, ob da wieder irgendein dämlicher Hintergrundprozess läuft. Danke. Nee, das Spiel ist tatsächlich das, was gerade so mega viel Auslastung hat, warum auch immer. Sobald ich mich bewege. Vielleicht muss ich näher rangehen. Nee. Also... Ich gehe mal kurz raus. Spiel! Och, was ist denn hier? Also,
Wahrscheinlich bin ich gleich tot, wenn's. Was war das gerade? Ich komm nicht ins Menü. Es geht immer ein paar Sekunden, in der Zeit muss ich das treffen. Okay, ich beende mal kurz und gehe nochmal in den. Ich vermute mal, da gab es jetzt gerade irgendeinen Bug oder so. Hoffen wir, dass es jetzt wieder geht. Ansonsten kann ich den Spielstand löschen und gleich nochmal neu anfangen. Ah, interessant. Ja, jetzt geht's wenigstens wieder. Nehmen wir mal mit. Ein einzelnes Minzbonbon. Wenn ich hier irgendwie dazwischen komme, das wäre eine super Verteidigung. Könnt ihr einfach nur stehen und sie alle abschlachten? Ich habe Nägel gefunden. Nicht? Ach doch, ich wollte gerade sagen, kann nicht sein, dass nichts drin ist. Ah, Hauptsache was zu essen. Ah, Feuerzeug habe ich ja auch nicht. Gibt's nur diese Kack-Einkaufstaschen? Wir müssen mal kurz was gucken. Okay, kann ich hinten abhauen, wie es aussieht? Oh, hier nicht. Toll, Schrotpatronen, damit mache ich mir einen schönen Tag. Kann ich jetzt... Echt, der scheiß Zeltbausatz ist schwerer. Komme ich hier wieder in die Küche? Okay, wo führt die Küche dann hin, da hinten? Kilo. Wo ist jetzt die leere Dose? Wo führt das hin? Gibt es ja noch doch einen geheimen Ausgang? Okay, Wartungsgänge. Unten erkenne ich die aber hier oben. Oh.
Nägel sind wichtig. Hafer ist sehr gut sättigend. Genau wie echt im echten Leben. Warum auch immer deine Dose mit Tomaten steht. Bin ich hungrig angestellt? Kann ich irgendwas wegschmeißen, was ich gerade nicht brauche? Ey, Spieler, es kann doch nicht sein, dass ich schwerer bin dadurch. Wenn ich eine Tüte auspacke, bin ich schwerer, na klar. Kann ich jetzt was trinken? Danke. Kann ich auch die Flasche wegwerfen? Eigentlich sollte ich sie behalten. Die wiegt nicht viel. Also erstmal die Erbsen, die wiegen nämlich eine Menge. Okay. Minzbonbons. Für den guten Atem. Kommt auch kohlenhydratemäßig gut an. Geht ja darum, ich muss ja auch möglichst lange aushalten. Und wenn die hier nicht hinterkommen, werde ich den Teufel tun, die zu mir zu locken. Zwei Kilo Lutscher, also das ist echt schon Wahnsinn, oder? Wenn der Bonus weg ist, dann bin ich auch immer sofort überladen. Wir hauen jetzt trotzdem erstmal rein, was geht. Dieser Hungrig-Bonus hat auch so seine Vorteile. Vor allem, wenn man anfangs eh. Ja, jetzt versuchen sie doch durchzubrechen. Die Lutscher machen wir jetzt leer. Die wiegen echt unglaublich viel. Und noch ein Muffin hinterher. Wir haben ja nicht genug Zucker gegessen.
Okay. Ach, jetzt bin ich wieder in der Küche. Die scheinen nicht hier hinter zu kommen. Das kriegen wir schon noch hin mit dem Gewicht. Ja, wenn es so kommt, funktioniert's. Ist halt, dass sie halt wirklich da richtig alles vollstellen. Mal schauen. Wir könnten eine halbe Brause trinken und noch etwas Eis essen. Hauptsache ordentlich Kalorien reinpfeifen. Jetzt haben wir schon fast normales Gewicht. Versteht ihr ihr Verhalten nicht so ganz? Ah, die Paprikaschote können wir auch weghauen. Vielleicht später. Haben schon 1 Kilo zugenommen, das ist gut. Was haben wir denn hier alles schönes Kleber? Billardkö brauchen wir nicht. Wir sind sehr, sehr gelangweilt. Jo. Cool. Ja, warte mal, bevor das. Das könnte die richtige Stelle sein, um sich zu verbarrikadieren hier in dieser Welt. Es sei denn, es gibt hier noch viel mehr Zugänge. Nein! Wie? Ey, ernsthaft? Ey, das. Ich hab doch gerade die richtige Stelle gefunden. Ach, scheiße, ey. Ich dachte, da kann man weiterlaufen. Ich dachte, das ist eine Wand. Mann, das ist voll bescheuert gelöst manchmal. Ich lösche jetzt erstmal die. Aber ich hab da was Wichtiges rausgefunden.
Ich werde anders skillen jetzt. Matthew Bailey. Greg Martin, das klingt nett. Okay. Veteran. Das desensibilisiert finde ich halt echt super. Okay. Katzenaugen finde ich gut. Schlaflos in der LA ist auch gut. Das ist gut. Ernährungswissenschaftler werde ich beibehalten. Glückspilz. Dickhäutig. Hier fangen wir mal hier unten an. Sehr untergewichtig, damit kann ich klar. Durstig von mir aus. Magenleiden, damit komme ich klar. Langsamleser. Sunny Driver. Das ist auch okay. Gerade am Anfang ist es eigentlich noch kein Problem, es wird später zum Problem. Was kann ich noch nehmen? Könnte auch mal mitnehmen. Nehme ich eigentlich irgendwie nicht, auch in Unzufriedenheit streift nicht die Langeweile. Oh, nehmen wir es mal mit. Versuchen wir es. Also wäre ich da nicht runtergefallen, dann wäre es gar nicht so schlecht gelaufen, glaube ich. Ich finde es blöd. Also das ist wirklich ein bisschen blöd gemacht, dass du nicht so genau erkennst, wo du runterfällst an den Stellen und wo nicht. Aber das war eigentlich eine gute Stelle da hinten. Ich hätte da ruhig eine Zeit lang bleiben können, problemlos. Ich hätte mir noch ein paar Bretter suchen können. Mir vielleicht aus der Umgebung Ressourcen sammeln. Vor allem Essen. Falle ich natürlich runter. Bin diesmal natürlich nicht stark. Erstmal schnell schon mal was. Brauch einen Hammer. Säge, Zeltherring,
Plane. Zeltheringe. Okay. Ich habe jetzt schon viel zu viel dabei. Ich bin halt nicht stämmig diesmal. Das könnte meinen Untergang bedeuten. Stämmig ist tatsächlich eine wichtige Eigenschaft. Hätte ich so nicht gedacht. Zumindest bei solchen kampfbasierten Sachen. Ach so, hier ist es. Ich renne irgendwie immer erst falsch. Ich denke mal, das ist da oben. Schau mal wieder nach hier hinten ab erstmal. Ess mich in der Küche soweit satt. Fängt es sich wieder an zu backen? Bitte nicht. Wenn ich das Zelt aufgebaut habe, kann ich weiter schauen, ob ich mehr Sachen möchte. Okay, ich bin zwar Raucher, aber unzufrieden, das ist mir relativ wurscht. Kann ich mir aber auch irgendwann anders mal holen. Spiel. Oh, ernsthaft? Geht das jetzt wieder los? Warte mal. Geh kurz raus und wieder rein, dann geht's wieder. Was ist das für ein komischer Bug in dieser Mission? Das ist echt merkwürdig. Wahrscheinlich brechen die alle gleichzeitig irgendwelche Sachen auf und damit kommt das Spiel nicht klar. Ich glaube, es sind einfach zu viele Gegner, die zu viele Sachen gleichzeitig machen. Okay, besser. Oh, eine Banane. Ach ja, gab's ja auch noch. Oh, hier komme ich. Hier komme ich auch auf das Dach. Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Das ist vielleicht auch gut. Fahrstuhl. Ach du Scheiße, hier gibt's eine Treppe. Und es geht noch höher. Ich sollte mir Farbe und einen Pinsel holen und dir Hilfe draufschreiben. Das ist... Ich bin ganz ehrlich, das ist... Hammergeil! Ich kann hier leider nichts anbringen, das ist blöd. Aber dass ich hier oben langlaufen kann... Finde ich mega cool. Ich hoffe, ich falle nicht wieder irgendwo durch plötzlich.
Erstmal gefrorenen Hamburger essen, warum nicht? Sieht aus, als kann man hier langlaufen. Ich probiere es mal. Okay, geht. Ah. Okay. Aber das ist Glas, oder? Das lasse ich mal lieber, da gehe ich nicht drauf. Da komme ich nicht hoch, warum auch immer. Das ist eine sehr komische Anzeige hier oben. Wahrscheinlich geht es dann noch höher, aber... Gott, da kriegt man ja Augenkrebs. Aber ich würde sagen, ich baue mein Zelt hier oben irgendwo auf. Ich habe jetzt leider keine Sticks mitgenommen, aber ist egal erstmal. Dann packe ich hier irgendwo meinen ganzen Kram hin. Solange ich noch Lebensmittel hier aus dem Laden habe, kann ich hier eine Weile bleiben. Aber so weit weg möchte ich jetzt auch nicht. Wie essen die? 600 Gramm. Halt, Mann, ich brauch doch eine Säge. Ach, scheiße. Ihr wollt mich echt verarschen. Warum kommt die... Warum zur Hölle sind die hier? Die dürften nicht hier sein. Ich habe sie in keinster Weise irgendwie provoziert. Der größte Vorteil, den man hier allerdings hat, ist, man kann gut ausweichen. Größter Nachteil hier, man kann auch gut runterfallen. Ich habe leider keinen Zeltbausatz gehabt, sonst hätte ich mich schon ausgeruht irgendwie. Lassen wir mal kurz so. Ich überlege gerade, vielleicht gehe ich mal kurz auf ein Jagdmesser. Es ist zwar ein bisschen gefährlich. Gerade wenn die so in Kombination stehen, aber... Nehme ich euch doch wieder kurz die Axt. Ich muss kurz die Tomate essen, ja. Ich
Was ey, haben bestimmt gleich die ersten. Das ist halt echt scheiße, Trist maximal zwei. Haben wir jetzt erstmal alle. Ich würde mir gerne eine Pause gönnen, kann ich jetzt aber gerade nicht. Was? Ah, okay, ich weiß, wo ich... Ah, da kann man anscheinend runter.